Frau Kunz, Sie sind Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Was bedeutet denn das heutige Urteil für die Polizeiarbeit? Also man kann, glaube ich, sagen, dass mit der heutigen Entscheidung wir in eine neue Trauerphase gehen, was so die Bewältigung des Einsatzgeschehens betrifft. Wir nehmen seit der Tat wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen nochmal ein anderes Gefahren- und Risikobewusstsein haben. Insgesamt kann man, glaube ich, von Erleichterung sprechen, dass das Gericht hier heute eine Entscheidung getroffen hat. Und der Richter hat in seiner 2,5-stündigen Urteilsverkündung nach meiner Einschätzung auch sehr deutliche Worte gefunden. Inwiefern hat sich denn die Arbeit seit der Tat verändert? Gibt es da beispielsweise mehr Schulungen für die Kollegen? Also mehr Schulungen würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich nicht sagen, weil wir jetzt ja auch erstmal abwarten müssen, bis jetzt auch mal das Urteil und das konkrete Tatgeschehen durch die Polizei also selbst nochmal aufbereitet wird und konkret mit der Frage verbunden wird, was muss ich jetzt möglicherweise im Studium oder so ändern. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass sich wesentliche Änderungen im Studienverlauf ergeben werden. Wir fordern als Gewerkschaft der Polizei schon seit längerer Zeit, dass es viel mehr Schieß- und Einsatztraining geben muss, um auch mehr Routine im Umgang mit Ereignissen zu haben, die eben nicht alltäglich sind. Jetzt unabhängig von den Ausbildungen, wie werden denn die Kollegen auf solche brenzligen Situationen auch psychisch vorbereitet? Also so richtig darauf vorbereiten können sie sich eigentlich nicht. Man sagt ja so bekanntermaßen, der Polizeiberuf ist ein Erfahrungsberuf und es gibt nichts, was es nicht gibt. Der Richter hat ja auch heute an einer Stelle gesagt, die Kolleginnen und der Kollege waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Als Polizistin muss ich sagen, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so hart wie das auch klingt, weil es ja unsere Aufgabe ist, auch dort Streife zu fahren und Flagge zu zeigen, wo eben möglicherweise nicht so viel los ist. Ja. Und insofern so richtig psychisch vorbereiten können sie sich darauf nicht. Man kann sich mental darauf vorbereiten, indem man sich damit auseinandersetzt, dass mit jedem Einsatz, den man fährt, man in gewisser Weise auch sein Leben riskiert. Wie hat sich denn allgemein in den letzten Jahren Gewalt gegen Polizisten und Polizistinnen entwickelt? Also wir nehmen seit vielen Jahren wahr, also jetzt ich selbst schon seit über 12 Jahren in gewerkschaftlichen Funktionen, dass sich der Umgangston mit der Polizei verändert hat, wie in der gesamten Gesellschaft auch. Der Ton ist rauer geworden, man wird öfters angepöbelt, beleidigt und angespuckt. Ja. Insofern kann man schon sagen, dass der Polizeiberuf auch gefährlicher geworden ist. Wie kann man dem Ganzen denn entgegenwirken? Das ist eine umfassend zu beantwortende Frage, weil die Art und Weise, wie man in einer Gesellschaft miteinander umgeht, auch gesamtgesellschaftlich zu beantworten ist. Auch die Frage, wie tolerant ist die Gesellschaft, zu akzeptieren, dass Repräsentanten des Staates in Uniform auch dokumentiert auf die Art und Weise angegangen und angegriffen und in dem Fall auch hingerichtet werden. Insofern glaube ich, haben ganz viele Hausaufgaben zu erledigen, um in Zukunft dafür zu sorgen, dass wir insgesamt wieder friedvoller miteinander umgehen. Danke, Frau Kunz, für das Gespräch.